Meditationszyklus zum Coronavirus, gesprochen von Oliver Ereny. Teil 6, Hoffnung. Bevor du jetzt diese Meditation machst, lade ich dich ein, auch die vorhergehenden Teile dieses Meditationszyklus zu machen. Der Zyklus ist aufgebaut, dass jede Meditation ein weiteres Zentrum in deinem Energiefeld aktiviert. Das bedeutet, dass du mehr Nutzen von dem ganzen Zyklus hast, wenn du die Meditationen aufbauend machst von Teil 1 bis Teil 6. Am besten so eine Meditation täglich. Also mehr würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Gut, dann beginnen wir jetzt mit Teil 6, Hoffnung. Viel Freude bei dieser Reise. Setze oder lege dich ganz entspannt hin und schließe deine Augen. Nimm mal einen tiefen Atemzug. Und versuch dir vorzustellen, dass du wirklich beim Ausatmen alle Anspannung von dir abfließen lässt. Du kommst ganz bei dir an, ganz zu dir. Deine Alltagsgedanken und Befürchtungen fallen von dir ab. Und du wirst immer ruhiger und ruhiger. Konzentriere dich jetzt auf dein Zentrum und stell dir das einfach mal als strahlende Sonne in deinem Körper vor. Dein Mittelpunkt, dein Zentrum ist ein strahlendes Licht. Und auf dieses Licht gehst du jetzt mehr und mehr zu. Du spürst, wie du während dieser Reise immer entspannter wirst, wie sich Stress immer mehr löst und wie du alles hinter dir lassen kannst, was dich jetzt gerade belastet. Du hast diese Reise angetreten auf der Suche nach Hoffnung. Und du bist jetzt unterwegs zu dem Punkt, wo Hoffnung stattfindet. Aber diese Hoffnung, diese Energie, die du gerade anstrebst, ist kein passives Warten, Bangen und Empfangen wollen, sondern diese Energie, diese Hoffnung ist mehr eine Möglichkeit, ist das Spüren und das Wissen, dass alles gut ist und immer sein wird und auch immer gewesen ist. Alles ist gut. Alles ist gut. Du lässt dich jetzt von diesen Worten noch tiefer in dein Zentrum tragen. Alles ist gut. Alles ist gut.
Und in diesem Zustand haben alle deine Gefühle Platz, deine Zweifel, aber auch die Liebe. Und du erlaubst dir, diese Gefühle jetzt einfach mal zuzulassen. Trauer, Liebe, Angst, egal was aufsteigt. Lass das einfach mal zu und lass es weiterziehen. Du nimmst wahr und dieses wahrnehmende Wesen, das du jetzt bist, mit dem du dich mehr und mehr identifizierst, flüstert ebenso in die Manifestation hinein, in deinen Körper hinein. Alles ist gut. Alles ist gut. Du spürst jetzt, dass deine Lebensenergie, deine unendliche Lebensenergie sich immer mehr weitet und klarer wird. Du erlaubst dir jetzt, in dieser Kraft, in dieser Klarheit, einen Energieball zu formen. Stell dir einfach mal vor, du formst jetzt mit den Händen aus unendlicher Energie, aus unendlicher Lebenskraft einen Energieball. Du kannst dir das vorstellen wie eine kleine Sonne, die du in deinen Händen hältst. Forme jetzt mal ganz bewusst einen solchen Lebensball, einen solchen Lichtball. Bleib mit deinem Fokus bei dieser Energie und atme tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und jetzt darfst du diesen Ball einfach irgendwo hinschicken, wo es dir wichtig erscheint. Das ist ein Ball des Lebens und auch ein Ball der Hoffnung. Ein Ball des Schutzes. Ein Ball des Lichts. Und du kannst diese Energie jetzt einfach mal nach oben abgeben und vielleicht schickst du den zu deiner Familie als Schutz. Oder dir fällt irgendein Freund ein und du gibst diesen Ball dorthin. Auf jeden Fall hilft dieser Ball, bewusster zu werden, reiner zu werden, heiler zu werden und auch stets gut geschützt und abgegrenzt zu sein.
Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass dein Energieball angekommen ist und auch angenommen wurde. Und du spürst, dass du unendlich viele dieser Bälle machen kannst. Denn das Leben strömt unendlich aus dir heraus, durch dich hindurch. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und genauso wie du unendlich reich und erfüllt bist, genauso ist jeder andere unendlich reich und erfüllt. Stell dir jetzt mal vor, dass die Bewohner deines Hauses oder deiner Wohnung alle so eine innere Sonne in sich tragen. Dann stell dir vor, dass alle Menschen in deinem Umfeld, deinem Freundeskreis, deine Familie, alle so eine Sonne in sich tragen. Und stell dir mal vor, dass jeder ganz zufrieden, gesättigt und genährt ist in diesem Licht. Dass keiner etwas braucht, sondern dass jeder Mensch alles hat, was er benötigt. Und jetzt reise etwas weiter und stell dir vor, dass alle Menschen in deiner Stadt oder deinem Ort ein solches Licht in sich tragen. Alle Menschen in deinem Land tragen ein solches Licht in sich. Alle Menschen in Europa tragen ein solches Licht in sich. Alle Menschen auf der Erde tragen ein solches Licht in sich, egal ob in Australien, Südamerika, Nordamerika, Asien, ganz egal. Überall auf der Welt trägt jeder ein solches Licht in sich. Und jetzt stell dir vor, dass jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein und auch die Erde an sich ein solches Licht in sich trägt. Da gibt es keinen Mangel. Es gibt nur unendliche Liebe und die innere Stimme, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Und in diesem unendlichen Licht, in dieser unendlichen Manifestation reiht sich die Erde ein in eine unendliche Kette von Licht. Du kannst dir das vorstellen wie eine unendliche strahlende Perlenkette. Wir sind Teil dieser Kette. Wir sind Teil dieses unendlichen Lichts. Und du spürst eine tiefe Verbindung mit allem, was ist. Und du weißt jetzt, dass alles gut ist. Atme dieses Gefühl dreimal tief ein und erlaube jetzt nochmal. Erlaub dir, dass du jetzt nochmal dieses Gefühl wahrnimmst,
ein Teil des Lichts zu sein. Mit diesem Bewusstsein, dass du Teil des Lichts bist, dass alles gut ist, im tiefsten Wesen gut, erlaubst du dir jetzt Schritt für Schritt wieder in dein Alltagsbewusstsein zurückzukommen. Aber du wirst, wenn du deine Augen öffnest und wieder ganz im Hier und Jetzt bist, dich an diese Meditation und die Momente darin erinnern können. Und lass jetzt auf dem Weg zum Aufwachen nochmal die Reise durch diesen Meditationszyklus vor deinem geistigen Auge passieren, wie du dich immer mehr und mehr aus den Schatten und Ängsten gelöst hast, bis zu deinem unendlichen, unsterblichen Kern. Du bist Licht. Du kommst aus dem Licht und du gehst ins Licht zurück. Ich bin Licht. Ich komme aus dem Licht und ich gehe ins Licht zurück. So sei es, so sei es, so sei es. Atme noch einmal tief ein. Und wieder aus. Und dann erlaube dir, genau in deinem Tempo wieder in diesen Raum zu kommen. Du streckst deine Arme, deine Beine. Und du kommst jetzt wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück und öffnest deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was du während dieser Reise erlebt hast. Danke, dass du diesen Meditationszyklus mit mir gemacht hast. Danke, dass du dran geblieben bist. Und ich freue mich natürlich, wenn du noch weitere Meditationen oder Vorträge von mir machst, hier auf meinem Kanal. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal einfach abonnierst, weil dann bist du immer informiert, wenn ich ein neues Video raufstelle oder eine neue Meditation. Ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund, bis bald. Dein medialer Energetiker, Oliver Ereny.